Guten Tag, mein Name ist Professor Thomas Danne. Ich bin tätig am Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der BULT, wo wir das größte Zentrum für Kinder und Jugendliche mit Diabetes haben. Ich freue mich außerordentlich, dass ich zu Ihnen heute zum Thema digitale Hilfsmittel bei Kindern mit Typ-1-Diabetes spreche. Ein, ja, man kann sagen, viel diskutiertes Thema, aber wo man eben sehr gut auch unterscheiden muss, was tatsächlich hilft und was nur so scheint zu helfen. Wir machen sehr viel Forschung bei uns im Kinderkrankenhaus. Insofern habe ich viele sogenannte Interessenskonflikte. Das heißt, ich habe zum Beispiel für Vorträge Honorare bekommen oder aber auch wir haben Forschungsunterstützung bekommen, weil wir bestimmte Studien bei uns im Kinderkrankenhaus durchgeführt haben mit Unterstützung der Industrie. Denn, das muss man ganz klar sagen, ohne die Unterstützung der Industrie ist Forschung nicht so einfach umzusetzen. Ja, der Weltdiabetestag steht also auch im Blick bezüglich der Technologie und der digitalen Hilfsmittel. Und ich habe mir vier wesentliche Themen ausgedacht, um Ihnen dieses Thema digitale Hilfsmittel etwas näher zu bringen. Als allererstes, um sozusagen Sinn zu machen aus all diesen ja, digital erfassten Glukosewerten, gibt es neue Parameter, also neue Arten, wie man das im Einzelnen auswerten kann. Das nennt sich einerseits Zeit im Zielbereich und andererseits ambulantes Glukoseprofil. Das sind zwei Sachen, die Sie kennen müssten, die Sie wissen sollten, wie man sie interpretiert und was sie sind, weil sie nämlich das Leben mit Diabetes aus meiner Sicht deutlich einfacher machen können. Ein anderes Thema sind natürlich die Apps. Und die Apps, das ist ja ein ganz, ganz weites Gebiet. Es gibt also auch tausende von Diabetes-Apps. Aber etwas Besonderes ist, dass es in Deutschland die sogenannte DiGA gibt, die App auf Rezept. Deshalb sollten wir dort auch ein bisschen dichter hingucken. Es gibt nicht nur smarte Insulinpumpen, es gibt auch smarte Pens. Da ein kurzer Ausblick, was das im Einzelnen bedeutet. Und dann ein ganz wichtiges Thema, weil es in den letzten, ja, ich würde sagen 6, 8 Monaten tatsächlich die Kinderdiabetologie revolutioniert hat, nämlich die automatische Insulindosierung, also die sozusagen teilweise selbstgesteuerte Insulinpumpe. Und da sollten wir auch ein bisschen genauer hinschauen. Das ist der Gesundheitsbericht Diabetes, der ja in diesem Jahr wieder neu zum Weltdiabetestag erscheint. Und Sie sehen hier die Version des letzten Jahres, wo eben zusammengefasst wird, was passiert denn bei uns in Deutschland. Und da gibt es ein sehr großes Diabetesregister, das nennt sich DPV. Und sind anonymisiert und mit Datenschutz und allem drum und dran die Daten von jungen Menschen mit Diabetes erfasst. Und wir können letztendlich erfreulicherweise sehen, dass der Anteil der Menschen, die einen HbA1c über 9% haben, also wo wir sagen, das hat ein erhöhtes Risiko, später mal Schwierigkeiten mit dem Diabetes zu bekommen, das geht immer weiter zurück. Auch die schweren Unterzuckerungen, hier mit Hypo abgekürzt, werden immer weniger. Und man sieht auf der rechten Seite, dass die Diabetes-Technologie also immer stärker zunimmt, also diese digitalen Hilfsmittel. Und dort sehen Sie sozusagen vier verschiedene Linien. Die graue Linie zeigt Ihnen den Anstieg der Insulinpumpe. Seit ein paar Jahren haben wir also die Mehrzahl der Kinder und Jugendlichen mit einer Insulinpumpe behandelt, was seit 2016 auch ganz stark zugenommen hat. Seitdem die Erstattung da ist, sind die kontinuierlichen Glukosemessgeräte, die Glukosesensoren bei uns in der BULT haben über 90-95%, also praktisch fast jeder Patient einen solchen Sensor, der also kontinuierlich die Zuckerwerte misst. Und dann kann man das also einerseits gemeinsam mit meiner Insulinpumpentherapie machen. Und Sie sehen da, wo die dunkelbraune Linie 2020 noch ein ganz bisschen am Ansteigen ist, eben die automatische Insulindosierung. Das heißt, wenn der Sensor also die Pumpe zum Teil steuert. Darauf werden wir dann im Einzelnen noch eingehen. Und ich kann Ihnen schon vorhersagen, dass für das Jahr 2021 hier ein extremer Anstieg sicherlich zu erwarten ist.
Also, wie macht man denn aus den ganzen Werten, die man nun tagtäglich durch einen Sensor messen kann, eine sinnvolle Entscheidung darüber, ob alles gut so ist oder eben ob etwas geändert werden muss und auch was man ändern soll? Und das macht man mit dem Zeit im Zielbereich und dem ambulanten Glukoseprofil. Denn wenn man sich also anschaut, wie der Zucker ja doch sehr stark hin und her geht, ist der HbA1c, also dieser Wert, den wir normalerweise aus einem Fingerpiekst nehmen, wo im Blut letztendlich der gezuckerte Anteil am roten Blutfarbstoff festgestellt wird, wo wir sagen, unter 7% ist das Ziel. Das sagt uns ja nichts über die Schwankungen. Das sagt uns ja nichts über das Risiko für Unterzuckerung. Und deshalb nimmt man jetzt diese kontinuierlichen Glukosewerte und schaut sich den Zeit im Zielbereich an, also die Zeit, die der Zucker zwischen 70 und 180 sich befindet. Wir sagen, dass der Bereich unter 70 letztendlich eine Art Unterzuckerungswarnungszeit ist. Also hier sollte man gucken, dass man etwas tut. Es ist noch nicht so, dass man sich jetzt Angst haben muss, unter 70 in Ohnmacht zu fallen. Unter 54 sagen wir, das ist jetzt allerdings eine klinisch relevante Unterzuckerung. Hier sollte man etwas unbedingt tun und das nach Möglichkeit vermeiden. Und hier sieht man jetzt sozusagen das Verhältnis. Wenn, obwohl diese Person oder diese drei Personen einen gleichen HbA1c-Wert, nämlich 8%, haben, ist sowohl der mittlere Zucker vollkommen unterschiedlich, ist die TIA, die Zeit im Zielbereich, das ist Englisch, Time in Range, ganz unterschiedlich und auch das ambulante Glukoseprofil ist ganz unterschiedlich. Also entweder hat man sehr starke Schwankungen hoch und runter oder man hat eine sehr große Streuung oder die Streuung ist doch gar nicht so groß und der mittlere Zucker ist gar nicht mal so schlecht. Also all dieses lässt sich an diesem HbA1c-Wert nicht ablesen. Und deshalb hat man auch Zielwerte entwickelt, damit man ungefähr weiß, wo ist man denn? Und das, wenn Sie sich Ihre Software für Ihr kontinuierliches Glukosegerät mal anschauen, dann sehen Sie einen solchen Balken. Und dieser Balken hat verschiedene Farben und zeigt ganz klar, wo letztlich idealerweise der Zucker sein soll. Man muss dabei sagen, idealerweise heißt jetzt nicht etwa, dass wir anstreben, dass 100% grün ist. Das hat selbst ein Mensch ohne Diabetes fast nie, sondern es heißt einfach, dass man möchte, dass ungefähr über 70% dieser Werte im Zielbereich sind. Das ist aber ein, ja, wie soll man sagen, sehr ehrgeiziges Ziel. Aber wir haben gesehen, dass in den Studien mit den modernsten Diabetestechnologien eben diese automatische Insulinisierung über die Hälfte auch der Kinder und Jugendliche dieses Ziel von über 70 erreichen können. Und insofern ist dieses als ein Ziel formuliert worden. Aber natürlich mit anderen Therapien oder auch in manchen anderen Situationen ist dieses Ziel nicht immer zu erreichen, sodass Sie mit Ihrem Diabetesteam besprechen sollten, welches Ziel gilt denn individuell für mein Kind, für mich als Jugendlicher, was sollte ich versuchen zu erreichen? Und da kann man dann auch sehen, wenn man eben bespricht, was macht man mit der Diabetestherapie anders, sollte idealerweise der grüne Bereich zunehmen. Aber auch ganz wichtig, schauen Sie auf den roten Bereich, TBR, Time Below Range, Zeit unter dem Zielbereich, also in den niedrigen Werten unter 70 oder sogar unter 54. Da möchte man, dass weniger als eine Stunde im niedrigen Bereich unter 70 ist, also unter 4% der Werte und natürlich idealerweise so gut wie gar keine Werte unter 54, also maximal 14 Minuten. Das kann auch manchmal durch ein Artefakt, also durch einen falsch gemessenen Wert sozusagen mal so niedrig sein. Das muss nicht immer eine Unterzuckung sein, wenn es so kurz letztendlich ist. Wichtig dabei ist, natürlich schwankt das alles von Tag zu Tag, das wissen wir, ist die Glukosewerte so sehr schwanken. Wir sagen also, ein echter Unterschied, eine echte Veränderung dieser Zeit im Zielbereich sind 5%. Das heißt, wenn ich also von 55 auf 60 eine Steigerung habe, so kann man sagen, da ist wirklich was passiert, das ist prima, da ist eine klare Verbesserung eingetreten. Also schauen Sie auf den grünen Balken und auf den roten Balken. Natürlich möchte man idealerweise eine
Zunahme des grünen Balkens, ohne dass der rote Balken zunimmt, dann ist man auf dem richtigen Weg. Wenn man nun gucken will, wo ändere ich denn etwas an meiner Glukoseeinstellung? Wo muss ich letztendlich meine Therapie ändern? Dann hilft uns das sogenannte ambulatorische Glukoseprofil. Und das nimmt die ganzen verschiedenen Glukosewerte, die mit dem Glukosesensor gemessen werden, und zeigt sie in eine Art Häufigkeitsverteilung. Und da gibt es einen dunkleren Bereich, das nennt sich Interquartilenbereich. Da sind die meisten Werte letztendlich dort. Und wenn man dort einen Bereich hat, der nicht so richtig gut ist, dann sollte man wirklich sich überlegen, das gesamte Therapieschema zu ändern. Der etwas heller gefärbte Bereich, also diese in diesem Fall jetzt hier hellblaue Fläche, der sogenannte Interdizilenbereich, das sind die Ausreißer. Und die Ausreißer sind natürlich nicht jeden Tag da. Das kann dann einfach mal eine Sache sein, die an einem bestimmten Tag letztendlich auffällig ist. Oder wir sagen im Allgemeinen Änderungen, die mit dem Lebensstil zusammenhängen. Das ist dann schon wirklich die Feinabstimmung. Da muss man sich die einzelnen Tage angucken, wodurch entsteht denn jetzt diese gelegentliche große Streuung. Und was ich auch ganz nett finde, ist in den sozialen Medien, insbesondere in Amerika, spricht man von einem sogenannten FNIR-Tag. FNIR steht für Flat, Narrow in Range, also flach, schmal und im Zielbereich. So wäre also ein ideales ambulantes Glukoseprofil. Und da muss man sich eben dann schrittweise hinarbeiten. Ganz links oben sehen Sie also einen Tag, der weder flat noch narrow noch in range ist, also weder ein flaches Profil, sondern es ist sozusagen wie Berg und Tal. Es ist auch nicht ein schmales Band, sondern es gibt sehr viel Schwankungen über die Zeit. Und es ist auch nicht im Zielbereich, der jetzt eben hier zwischen 70 und 180 mit diesen beiden Linien angezeigt ist. Dann auf der nächsten rechten Seite kann man sehen, okay, das ist jetzt schon ein bisschen besser. Da ist sozusagen in diese ganze Berg- und Talbahn ein bisschen flacher geworden. Es ist also weniger Variation da. Das ist also schon mal der erste Schritt, ganz prima. Dann in dem Schritt links unten sieht man also, okay, es ist noch nicht im Zielbereich, aber es ist zumindest schon relativ flach und es ist nicht so eine große Streuung mehr da. Und dann ganz rechts unten ist es also, wie man das eigentlich, was nicht einfach zu erreichen ist, nämlich tatsächlich, dass das mal ein sogenannter FNIR-Tag ist, ein Tag, wo die Werte flach sind, schmales Band, das heißt wenig Streuung um den Mittelwert und das Ganze überwiegend im Zielbereich liegt. Und auch da hat die Darstellung, wie man das im Einzelnen macht, über die Jahre sich verändert und wird sich auch weiter verändern. Sie sehen also jetzt hier auf der einen Seite, wie das Glukoseprofil ursprünglich 2013 aussieht, dann dieses mit dem Hellblau und dem Dunkelblau. Und jetzt seit einem Jahr haben wir auch noch das Ganze sozusagen gleich in dieser Einfärbung der verschiedenen Farben um diese Säule. Dass man also letztendlich sieht, okay, wo sind denn die Werte sehr niedrig, wo sind die Werte sehr hoch und wo sind sie grün im Zielbereich. Das ist also die neueste Version des ambulanten Glukoseprofils und das wird sich sicher wahrscheinlich mit der Zeit weiter noch ändern. Also der erste Abschnitt habe ich versucht, Ihnen so ein bisschen nahe zu bringen, dass wir uns sicherlich noch nach wie vor an dem HbA1c-Wert orientieren, weil er letztendlich der Wert ist, für den eben verlässliche Daten hinsichtlich der Langzeitprognose vorliegen. Dass aber für die tägliche Beurteilung der Zuckereinstellung und was man im Einzelnen machen muss, dieser Wert Zeit im Zielbereich TIR immer mehr an Bedeutung gewinnt, weil er letztendlich diese täglichen Schwankungen ganz gut abbildet. Ja, jetzt kommen wir zur App aufs Rezept. Was versteht man denn darunter? Also diese sogenannte DIGA ist eine verschreibbare App. Dazu muss man aber sagen, dass letztendlich dort ein langer Prozess vorgeschaltet ist, damit eine solche DIGA tatsächlich verschreibbar und von der Krankenkasse erstattbar wird. Und da muss man sagen, ja, vielleicht tendieren wir Deutschen immer ein bisschen zu sehr dazu, Sachen im Einzelnen zu regulieren. Ist ein recht komplexer Prozess, der auch, sage ich mal, nicht ohne
Widersprüche sozusagen in sich läuft, wo auch nicht alle unbedingt immer einer Meinung sind, dass das der perfekte Prozess bis jetzt ist. Aber es ist ein Start und hier sehen Sie letztendlich, wie das Ganze abläuft. Es entscheidet also, dass die Regulationsbehörde, das sogenannte BfArM, wenn man da also einen Antrag stellt, hat diese App die Möglichkeit, tatsächlich etwas zu bewirken. Und auch da müssen wir sagen, machen wir es uns vielleicht ein bisschen schwierig, weil nur Apps, die im Grunde genommen in einem sehr großen Sicherheitsbereich sind. Also ich sage jetzt mal, das ist ein bisschen spöttisch. Gehen Sie nach draußen, weil heute scheint die Sonne, oder gehen Sie heute nicht nach draußen, weil es ist Regen vorhergesagt. Das sind sichere Aussagen. Da braucht man sich keine Angst haben, dass eine Patientengefährdung da ist. Während zum Beispiel wenn die App sagen würde, spritzen Sie sich 10 Einheiten Insulin zur Korrektur, wäre das eine Sache. Naja, wenn ja die App einen Fehler macht, dann kann das natürlich schon Folgen haben. Also solche Apps zum Beispiel sind beim DiGA-Verfahren nicht erlaubt. Andererseits muss man sagen, okay, diese sogenannten sicheren Aussagen mit geringer Gefährdung haben eventuell auch einen geringen Effekt, aber vielleicht wird sich das ganze Prozedere in Zukunft noch ändern. Und dann gibt es jetzt hier diese verschiedenen Apps und die werden also, nachdem sie erstmal zugelassen werden für eine sogenannte Testphase, dann werden sie erst später nochmal zugelassen, endgültig zugelassen. Und ich habe hier mal aufgeführt, alle, die für Typ 1 und für Typ 2 Diabetes oder auch für Übergewicht zuständig sind, denn viele Menschen mit Typ 1 Diabetes sind ja auch übergewichtig. Das gibt es eben nicht nur beim Typ 2 Diabetes. Aber man muss ganz klar sagen, für Kinder ist hier nicht eine einzige dabei. Und das hängt nicht nur damit zusammen, dass es sozusagen, ja, wie soll man sagen, Kinder nur eine kleine Gruppe insgesamt der großen Zahl von Menschen mit Diabetes sind, sondern es hängt natürlich auch mit dem Regulationsverfahren zusammen. Und da komme ich am Ende auch nochmal drauf. Sie sehen aber hier in Grün, es gibt nur eine App, die zugelassen ist, permanent, also schon diese Prüfungsphase überstanden hat. Das ist die Hello Better App für Typ 1 und Typ 2 Diabetes und Depression. Und eine andere App, die Sister-App, die die erste zugelassene, vorläufig zugelassene App war, hat gerade vor einigen Tagen, ist sie gestrichen worden, weil sie letztendlich in dem Dauereinsatz ihren Nachweis einer Sinnhaftigkeit eines tatsächlichen Effekts nicht bringen kann. Also die vorläufige Zulassung dauert teilweise sehr lange und ist nicht immer unbedingt positiv. Eine andere für Übergewicht, Zanadio, hat auch schon eine permanente Zulassung. Was ist das, diese DiGA für Diabetes, also Hello Better? Wie gesagt, das ist eine sogenannte, ja, wie soll man, psychologische Beeinflussung durch Texten, Videos und Audios, die einem sozusagen das Verhalten im positiven Sinne ändern soll. Aber eben, wir sprechen ja heute über Hilfsmittel für Kinder. Nein, sie ist nur für Erwachsene zwischen 18 und 65 Jahren, aber auch für Erwachsene älter als 65 Jahre zugelassen, aber nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Der smarte Pen. Bevor wir also zum Thema dieser automatischen Insulindosierung kommen, wie sieht denn die Entwicklung aus für Menschen, die nach wie vor keine Pumpe wollen und lieber mit einem Pen spritzen? Nun, da gibt es jetzt hier als Beispiel einen Pen der Firma Novo, aber es gibt auch verschiedene andere Pens. Ich habe jetzt einfach mal einen herausgenommen, wo eine Studie gemacht worden ist bei auch Kindern und Jugendlichen in Schweden. Man sieht also, die Daten werden sozusagen vom Pen, wann jemand wie viel gespritzt hat und gleichzeitig auch die Glukosewerte wurden in die Cloud übertragen und dann konnte letztendlich das Arztteam diese Werte tatsächlich auch sehen und den Patienten entsprechend beraten. Und das Besondere eben hier war, dass mit der Software auch die Möglichkeit war, wo man sieht, da ist ein Glukoseanstieg, ohne dass jemand eine Pen-Abgabe, also eine Insulingabe gemacht hat, also eine verpasste Insulindosis da gewesen ist. Und in dieser Studie war es damit möglich, eben diese Anzahl der verpassten Insulingaben zu reduzieren durch diese direkte Übertragungsfunktion. Es bleibt natürlich zu hoffen, dass ein sogenannter smarter Pen auch dann tatsächlich mit den Glukosedaten verbunden werden kann und tatsächlich Empfehlungen geben kann, automatisch berechnen kann, wie viel Insulin man denn jetzt in einer bestimmten Situation geben soll. Ich denke, das ist die nicht zu weite Zukunft, wie sich die Pen-Therapie weiterentwickeln wird.
Aber jetzt kommen wir zum, ja, denke ich, spannendsten Thema der letzten Monate, der automatischen Insulindosierung. Und was man damit letztendlich idealerweise verstehen würde, ist, dass also der Glukosesensor die Werte in die Pumpe überträgt und dort ein sogenannter Rechenalgorithmus ist und der letztendlich dann die richtige Insulindosis automatisch abgibt. Das geht so aber nicht, weil letztendlich es zwar klappt, diese Zuckerwerte zu übertragen, aber letztendlich noch nicht klappt, zu übertragen, dass jemand isst, Nahrung aufnimmt oder zum Beispiel auch eine Aktivität hat, also irgendwie, weiß ich, Sport macht zum Beispiel. Diese Sachen können die Pumpe noch nicht automatisch erfassen, aber ich denke, da hat jeder eine Menge Fantasie, wie das vielleicht in später mal sein kann. Aber ganz klar, im Moment gibt es diesen sogenannten Closed Loop, diesen geschlossenen Kreis, wo man also nichts mehr selber machen muss, nicht, sondern die Pumpen, von denen wir jetzt im Moment reden, funktionieren alle nur, dass man tagsüber nach wie vor oder natürlich auch nachts, wenn man Mahlzeiten hat, diese Mahlzeiten auch eingeben muss und auch letztendlich reagieren muss, wenn man Sport oder Aktivität plant, dass man das die Pumpe auch wissen lässt. Grundsätzlich der große Unterschied dieser neuen Behandlungsform ist, dass man versucht, die Blutzuckerschwankungen zu Insulinschwankungen umzulenken. Dass also je nachdem, wie der Zucker ist, die Insulinabgabe hoch und runter geregelt wird. Und dass das besonders eben erfolgreich an der Nacht passieren kann, können Sie hier sehen, dass eben bei Menschen mit Diabetes es so ist, dass nicht jede Nacht gleich ist. Das wären diejenigen von Ihnen, die sich selber oder ihr Kind mit einer Insulinspritze behandeln, immer wieder sehen, ich tue das Gleiche, trotzdem ist das Ergebnis völlig unterschiedlich. Und das liegt einfach an den vielen Einflussfaktoren, die letztendlich dort passieren. Und ich glaube, man kann tatsächlich behaupten, dass mit den heutigen Systemen der automatischen Insulindosierung eine Sache tatsächlich klappt. In der Schlafenszeit, egal mit welchem Zucker ich nachts in die Nacht gehe, ich wache mit einem guten Zucker morgens auf und das Risiko einer nächtlichen Unterzuckerung ist wirklich minimal gering. Also Mütter, die nachts aufstehen müssen, um Blutzucker zu testen, oder Väter natürlich genauso, das muss man mit diesen Systemen in aller Regel nicht. Und insofern finde ich, ist das ein System, was wirklich eine Menge Belastung von Eltern und Menschen mit Diabetes abnehmen kann. Und der nächste Schritt der Entwicklung dieser automatischen Insulindosierung ist letztendlich die automatische Korrekturbolusgabe. Das heißt, dass also nicht nur die Basalrate rauf und runter entwickelt wird, sondern dass letztendlich auch wenn der Zuckerwert eben deutlich zu hoch ist, eine automatische Korrekturbolusgabe abgegeben wird. Das kann man natürlich auch durch eine Erhöhung der Basalrate machen, aber dass eben nicht nur die Basalrate, sondern eben auch die Bolusgabe reguliert wird. Und wie das im Einzelnen aussieht, zeige ich Ihnen hier mit dem nächsten Bild. Und da sehen Sie einen 2,5-jährigen Jungen. Und die blaue Kurve ist die mit der automatischen Insulindosierung. Die rosa Kurve ist die noch, wo er nur in Anführungsstrichen einen Sensor und eine Pumpe gehabt hat, die nicht miteinander geredet haben. Und was mir hierbei wichtig ist, dass man sieht, die Basalrate, also das gesamte Insulin, was als Basalrate abgegeben wird oder was man als Bolus abgibt, ist nicht unterschiedlich. Es kommt auf die Verteilung an. Und durch diese bessere Verteilung steigt also die Zeit im Zielbereich von 45% auf 71%, also im Ziel, wenn man jetzt sein möchte. Und gleichzeitig ist auch die mittlere Sensorglucose, die also vorher, als das noch nicht miteinander gekoppelt war, bei 195 lag, jetzt auf 147 abgefallen. Also es kommt wirklich auf die Einzelverteilung, auf das Zuschneidern, auf die einzelne Situation tatsächlich an. Dass aber natürlich nicht alles automatisch geht oder dass man damit auch durchaus mal eine Unterzuckerung haben kann, zeigt Ihnen dieses Bild. Also hier ist jemand, der bei einer Mahlzeit nicht ausreichend Insulin gegeben hat. Der Zucker steigt also an. Hier bei der nächsten Situation ist es so, dass der Mahlzeitenbolus vergessen wird. Dann steigt der Zucker wieder an. Jetzt aber aus der Lehre, okay, vom letzten Mal
denkt sich derjenige, okay, Mensch, jetzt muss ich aber dringend diesen Bolus geben, den hätte ich eigentlich vor der Mahlzeit geben müssen, denkt aber nicht daran, dass inzwischen die Pumpe natürlich eine ganze Menge korrigiert hat. Also das kann man an dieser rosa Kurve unten letztendlich sehen. Und dadurch ist natürlich die volle Menge für die Mahlzeit viel zu viel. Und obwohl die Pumpe sofort aufhört, diese rosa Abgabe, diese Basalabgabe zu machen, tritt trotzdem eine Unterzuckung auf. Also ganz wichtig eben auch bei diesen automatisierten Systemen, bitte immer vor dem Essen bohlen. Und von den Systemen gibt es jetzt sehr, sehr verschiedene. Die haben alle so ein bisschen ihre eigenen Eigenheiten. Hier in diesem Fall die sogenannte T-Slim mit Control IQ. Da sehen Sie, dass da ein grauer Balken oben ist. Da gibt es eine besondere Einstellung für den Schlaf, ein gelber Balken, eine besondere Einstellung für den Sport, diese rosa Phasen, wo die Pumpe aufgrund drohender Unterzuckung komplett die Insulingabe eingestellt hat, hellblaue Zeichen für die von dem Patienten ausgelöste Bolusgabe oder die hellblaue mit einem schwarzen Rand drum, wo also die Pumpe automatisch einen Bolus abgibt. Und so können wir durch die verschiedenen Systeme durchgehen. Hier sehen wir das System ChemAPS. Das ist eine App, die man letztendlich auf dem Handy haben muss, kombiniert einen Dexcom G6-Sensor mit einer MyLife-Ipsopump. Das ist auch schon für kleine Kinder zugelassen, dieses System für die Vorschulkinder. Bedeutet aber, man muss immer letztendlich das Handy dabei haben, damit diese automatische Steuerung funktioniert. Hier sehen wir das System Diabeloop, ein französisches System, bis jetzt nicht für Kinder zugelassen, das bisher immer mit der Accu-Chek Aviva-Pumpe kombiniert war. Diese Pumpe gibt es nicht mehr. Es gibt im Moment jetzt Versuche der Firma mit einer Patch-Pumpe der japanischen Firma Terumo zusammenzuarbeiten, die sich MediSafe With nennt. Müssen wir erstmal schauen, wie das im Einzelnen klappt und ob das zugelassen ist. Ist in Deutschland noch nicht erhältlich. Und ein anderes System, was bis jetzt schon die Zulassung hat, aber noch nicht erhältlich ist, weil das doch ein komplexes System ist, was zum Beispiel eine eigene SIM-Karte hat, dass die Werte direkt unabhängig vom Handy in die Cloud gehen können. Und das muss natürlich erstmal im Einzelnen zugelassen werden, ist der sogenannte Omnipod 5. Sie kennen vielleicht die Patchpumpe Omnipod Dash. Das ist letztendlich jetzt die Weiterentwicklung, wo ein Algorithmus direkt auf dem Patch drauf ist. Also das heißt, es funktioniert auch, wenn man dieses Handheld, diese Steuerungseinheit, die eben mit der Cloud verbunden ist, beziehungsweise das Handy für den Dexcom G6, denn es funktioniert nur mit dem G6-Sensor, verbunden ist. Also auch wenn diese beiden Geräte nicht direkt am Körper, nicht direkt in der Nähe von der Patchpumpe sind, funktioniert die automatische Insulindosierung. Das ist in Amerika ab 2 Jahre zugelassen. Es gibt auch die CE-Markierung ab 2 Jahre. Also das heißt, die Voraussetzung, dass man es hier in Betrieb geben kann. Aber wie gesagt, die Verhandlungen mit den Krankenkassen laufen, mit den Regulationsbehörden, eben auch gerade, wenn man eben direkt Daten in die Cloud gibt, ist das wahrscheinlich ein etwas längerer Prozess. Vielleicht Mitte nächsten Jahres ist dieses System auch in Deutschland erhältlich. Das ist natürlich alles ganz verwirrend, wie verschieden diese Systeme sind. Und für Profis gibt es sogenannte Steckbriefe, denn auch wir Profis müssen im Einzelfall immer mal wieder nachgucken, was kann denn jetzt ich an einem System ändern, was ist nicht mehr zu ändern, was sind sozusagen die Einstellungen. Und da gibt es die Arbeitsgemeinschaft Diabetes Technologie, hat solche Steckbriefe entwickelt, wo man also die Systeme, die im Moment in Deutschland erhältlich sind, miteinander vergleichen kann, schauen kann, was kann ich denn machen, und was lässt sich nicht mehr automatisch ein oder was stellt sich automatisch ein? Das kann man an diesen Steckbriefen im Einzelnen sehen. Grundsätzlich kann man sagen, wir haben natürlich keine direkten Vergleiche, Kopf-an-Kopf-Rennen von verschiedenen Pumpensystemen bis jetzt, aber die Ergebnisse der Zulassungsstudien, was zum Beispiel im Zeit im Zielbereich oder Senkung des HbA1c angeht oder Zeit unter dem Zielbereich, sehr, sehr vergleichbar. Also grundsätzlich kann man sagen, wir haben bis jetzt keine Hinweise, dass ein System dem anderen vollkommen überlegen ist. Und wenn man jetzt nochmal weiterguckt, ist ja auch ein Thema, was immer sehr diskutiert wurde, dass einige
Menschen letztendlich das mit sogenannten Do-it-yourself-Systemen machen. In Neuseeland hat man hier diese Studie durchgeführt, indem man den Eltern sozusagen auf der einen Seite weiter eine sensorunterstützte Pumpentherapie gegeben hat oder die in eine Gruppe gegangen sind, wo das medizinische Team ihnen eine Do-it-yourself-Pumpe gezeigt hat. Und man sieht, dass genauso wie bei den kommerziellen Pumpen natürlich auch mit Do-it-yourself-Pumpen insbesondere die Nachtwerte und Nighttime-Measure steht da, insbesondere die Nachtwerte besser werden, aber auch insgesamt die 24-Stunden-Glukosewerte auch mit solchen Systemen besser werden. Ich denke, wenn man das Ganze jetzt zusammenfasst, kann man sagen, okay, wir haben hier tatsächlich eine Änderung des Vorgehens aus meiner Sicht in Analogie zu den Leitlinien der Erwachsenen, so wie sie das vor einem Jahr veröffentlicht haben, denke ich, müssen wir auch bei den Kindern herangehen. Das heißt, wenn die Ziele nicht erreicht werden, wenn die Zeit nicht über 70% im Zielbereich ist, der HbA1c unter 7% nicht da ist und man hat Schulung, die Betreuung, die psychosoziale Betreuung, alles sozusagen so gut wie möglich gemacht, dann muss man eben darüber sprechen, ob nicht ein solches technisches Hilfsmittel wie eine automatische Insulindosierung in Frage kommt. Dann kann natürlich die Familie entscheiden, ja, das ist was für uns oder nicht. Und wenn man ja sagt, dann sollte man eben sich bemühen, sowas der Familie zu ermöglichen. Okay, wie könnte denn die Zukunft natürlich noch aussehen? Natürlich vielleicht auch für die Leute, die eben nicht unbedingt eine Pumpe haben wollen, kann man vielleicht eine automatische Insulindosierungsempfehlung auch machen, zum Beispiel mit solchen Smart Pens und eben durch verschiedene andere Daten. Das können Bewegungsdaten sein, das kann aber natürlich auch sein, ob man gerade Essen irgendwo bestellt hat und ähnliches. Das kann man natürlich mit künstlicher Intelligenz durchaus verknüpfen und vielleicht auch damit auch ohne eine automatisierte Insulinpumpe in Zukunft mal etwas noch Besseres auch für die Leute mit einer nicht einer Pumpentherapie machen, aber das ist Zukunftsmusik. Was mir aber ganz besonders wichtig ist, ist deutlich zu machen, diese Systeme sind für alle Altersgruppen tatsächlich mit einer Verbesserung verbunden. Wir sehen hier eine Studie, wo man mit Grün diejenigen sieht, die eben eine solche automatische Insulinpumpe haben und wie die Ziele im Einzelnen erreicht werden. Überall ist die grüne Säule größer, sowohl bei den Schulkindern wie auch bei den Vorschulkindern. Das heißt, altersunabhängig ist dieses System besser als die Pumpe, die alleine nur das Insulin ausschaltet, wenn die Werte zu niedrig sind. Und leider Gottes sind gerade viele dieser Systeme eben für Vorschulkinder nicht da, genauso wie auch die Diga-Apps für Kinder nicht da sind. Das heißt, wir haben ein großes regulatorisches Problem und wir wollen uns also mit Politikern austauschen, mit den Regulationsbehörden austauschen. Wie können wir das verbessern? Weil zusätzlich noch die Zulassung, die sogenannte Medizinproduktrichtlinie, geändert worden ist und dadurch das ganze Prozedere nochmal komplizierter, nochmal langfristiger gemacht ist und zu befürchten ist, dass die Kinder und Jugendlichen immer später in den Genuss solcher Fortschritte kommen. Und ich denke, da muss dringend etwas gemacht werden und das kann man nur mit Politikern zusammen machen. Und insofern werden wir also am 21. Februar uns treffen. Das wird im Internet sozusagen zu hören sein. Das können Sie sich also auch gerne anhören und Ihre Stimme erheben und insbesondere auf Ihren Politiker zugehen und darauf aufmerksam machen, dass hier dringend Handlungsbedarf ist. So, ich danke Ihnen sehr. Ich hoffe, ich habe ein bisschen was über die Hilfsmittel erzählen können und ja, insbesondere, soweit es geht, bleiben Sie gesund. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.